Hey, hallo Leute. Heute mal wieder in meiner Werkstatt, weil ich die Idee hatte, aus den Resten von dem Bundeswehr-Kochgeschirr einen kleinen Kocher zu bauen, ein Mini-Hobo, vielleicht sogar einen Taschenofen, kann man das so sagen. Und zwar habe ich hier das, was ich ja schon vorbereitet hatte für den anderen Hobo. Was aber, wenn es oben drauf ist als Deckel, ziemlich die Luftzufuhr verhindert. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist, weil hier habe ich die Nierenschale oder den Teller oder wie man das Ding auch immer nennt, von dem übrig gebliebenen Kocher. Und das hier soll hier drauf. Und damit das einen Halt hat, werde ich hier noch diese Heringe, diese Billig-Schrottheringe, durchjagen und dann bleibt das schön da oben drauf. So, und die anderen Veränderungen zeige ich euch auch. Wie gesagt, sollen hier und hier Löcher rein, um die Heringe durchzustecken, damit das Ganze Halt hat, auf der Nierenschale. Dann mache ich noch eine Reihe kleine Löchle hier oben rum und werde von denen vielleicht auch ein paar vergrößern. Ich weiß es jetzt noch nicht so genau. Was jedenfalls sehr wichtig ist, glaube ich, dass hier eine große Öffnung reinkommt. So, da müssen hier dann große Löcher rein. So rumsägen. Und hier unten habe ich mir gedacht, mache ich das von der Breite her ähnlich, aber ja, nicht ganz so weit rein. Vielleicht hier bis unter diese unter diese Schwelle, unterschwellig sozusagen. Also gut, let's go. Okay, jetzt habe ich an dem Oberteil eine Menge, ein paar Sachen dran gearbeitet. Hier unten habe ich schon mal eingezeichnet, wo die Löcher rein sollen und wie groß die Holzzufuhrklappe sein soll. Das Material verformt sich natürlich fürchterlich schnell, wenn man dran arbeitet. Aber es passt immer noch insofern darauf, dass man den Deckel hier drauf klemmt sozusagen. Als Orientierung und als Halt gelten dabei die Heringe, die durchgesteckt sind. So, und das ist eine sichere Sache. Ja. Es kommt nicht raus. Ich denke aber, dass trotzdem, vor allem wenn man auch noch was draufstellt, die Heringe dadurch eine ganz gute Idee sind. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich das Unterteil auch soweit. Hier sieht man schön großes Loch, kleines Loch, großes Loch, kleines Loch und so weiter. Hier die Öffnung wird angedeutet, angepasst an dies Oberteil. So sieht das aus. So. Tada. Und natürlich hält das kein Erdbeben aus. Dafür ist aber nicht gedacht. Wir haben hier eine schöne große Öffnung. Ja. Jetzt muss man das Ganze noch testen. Und zwar ist es deswegen nachher auch sehr klein zum Mitnehmen oder Transportieren. Wenn man das hier reintun kann und die Heringe, die sind jetzt im Augenblick noch etwas zu lang, aber das geht ganz schnell hier. So, und zack, jetzt sind sie gekürzt, passen rein und dann kann es losgehen. Und was ich nochmal sagen wollte, wenn ihr sowas macht, immer Handschuhe anziehen und eine Schutzbrille, wenn irgendwas in die Augen geht. Ich meine, so ein Finger ist schnell durch, schneller als man denkt, wenn man mit der Stichsäge arbeitet oder so. Das Auge ist fast das empfindlichste Körperteil, außer vielleicht jetzt beim Mann die Eier. Das Auge ist sehr empfindlich, wenn da so ein kleines Stück Metall reingeht oder Holz. Da zählt dann jede Sekunde. Ja, aber ich will hier nicht mit Sicherheitsbestimmungen kommen oder sonst was, weil ich jetzt kaum erwarten kann, dieses süße kleine Teilchen zu testen. So, jetzt sind wir draußen im Camp. Es ist noch früh am Tag und ich brauche jetzt auch ganz dringend einen Kaffee. Den Mini-Ofen habe ich hier an diesem kleinen Säckchen, in diesem kleinen Transportsäckchen, der eigentlich ein Helmbezug ist. In ein Helmbezug der Bundeswehr, in Bundeswehr Fleck dran. Kann man aber wunderbar zusammenbinden und als Transportsäckchen benutzen. So, hier ist mal das Unterteil. Ich habe es gestern schon mal in meinem Garten getestet. Es lief fantastisch. So, und jetzt will ich aber trotzdem hier auch noch mal einen Kaffee machen.
Okay, dann setzen wir doch gleich mal die Haube drauf. Und ihr seht, gleich geht's ganz große Gequalme los. Aber es gibt auch eine gute Hitze da. Ja. Okay, es qualmt. Aber es brennt auch. Und das Wasser wird so langsam heiß. Ah, ein paar kleine Luftbläschen, Hitzebläschen bilden sich schon. Und es qualmt nicht viel weniger, wenn der Topf nicht drauf ist. Darum ist es auch ganz gut, Handschuhe zu tragen. Okay, also pusten. Muss man ja bei jedem Feuer immer so ein bisschen. Ich habe auch jetzt extrem viel da drin. Ich denke, das wird richtig heiß. Ah, da haut's Flammen raus. Ich habe den Topf ein bisschen auf die Seite gestellt. Also je mehr drinne ist, desto stärker ist freilich auch die Rauchentwicklung und dann läuft es auch schlechter, das Feuer. Man soll es eigentlich relativ niedrig halten. Ich habe jetzt gerade noch mal da oben einen Tannenzapfen drauf gehauen. Der ist jetzt aber schön in Flammen aufgegangen, wie man sieht. Und das Wasser sieht auch schon ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob man das schon kochend nennen kann. Ich will ja hier keine Eier hart oder weich kochen, also. Kann man da was sehen? Oh, es perlt schon. Und ihr seht oben, es dampft. Es ist nicht das Feuer, was jetzt gerade dampft, sondern das Wasser. Naja, das Feuer dampft auch da. Okay. So, nochmal drauf. Ja, warten wir nochmal kurz. Aber ich denke, für mich ist es heiß genug. Heute gibt es Cappuccino. Auch ein nettes kleines Essbesteck, was ich mir auf eBay ergattert habe. Ich glaube, für
Schlag mich tot, 5 Euro oder sowas. Löffel, Gabel und Korkenzieher, okay. Werde ich als Nicht-Weintrinker wahrscheinlich eher nicht brauchen, aber was sehr gut daran ist, hier ist ein Messer mit dran. Und das Messer ist, sage ich mal, für so ein kleines Essbesteck wirklich gut. Schaut mal, ob, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, das ist relativ dick. Okay, Betoning oder sowas davon jetzt mal abgesehen. Es ist sehr scharf geliefert worden. Beziehungsweise ja, es war ja gebraucht, als ich es gekauft habe. Wirklich ein schönes kleines Set. Gefällt mir sehr gut. Das einzige Problem jetzt, merke ich gerade, vielleicht hätte ich doch eher einen anderen Becher mitgenommen oder den Schweizer Feldflaschenbecher, weil dieser Löffel hier ist ein bisschen arg kurz. Gut, er verschwindet jetzt nicht ganz drinne, aber na gut. Also jetzt auf jeden Fall eine schöne Hitzekammer. Schön heiß und das Wasser dampft. Und bevor es vollends verdampft, dann mache ich mir doch jetzt mal mein Cappuccino. Sehr heiß, sehr gut. Es geht doch nichts über einen Cappuccino in der Natur, an der frischen Luft. Heute wieder mal ein herrlicher Frühlingstag. Ja, also mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Natürlich können da nur sehr kleine Holzstückchen rein. Aber ich meine, in so einen Hobo oder in diesen sogenannten IKEA-Hobo, der ja besser gesagt eigentlich nur sowas wie ein Feuerkorb ist, passen ja auch nur ganz kleine Stückchen rein. Das mit dem Feuerkorb ist ein anderes Thema. Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Ja, Fazit, ich bin zufrieden. Also dieser Ofen ist wirklich so klein zusammenklappbar, wenn die zwei Teile ineinander geklappt sind. Wiegt auch nicht viel, kann man auch mal mit wohin nehmen. Ja, ich bin zufrieden. Ich strahle und die Sonne strahlt mich auch an. Leute, ich würde sagen, macht's gut. Geht raus, daheim sterben die Leute. Danke fürs Zuschauen. Eine Wahnsinnsglut ist da jetzt noch unten drin. Ist das scheiße heiß. Und was man natürlich auch machen kann, ist den Topf einfach so drauf schütten. Ja, hält es, hält es. Das ist ein bisschen eine Balance-Sache, aber es geht. Ich könnte ja hier auch noch. Nee, aber mache ich nicht. Wahnsinn. Geil. Geile Scheiße.